Gibt es weitere Vorschläge? Ja, die Abgeordneten werden sich jetzt im nächsten Tagesordnungspunkt mit dem Thema private Seenotrettung beschäftigen. Die Zuschauer hier im Plenarsaal, die Besuchergruppen, die hier auf den Tribünen Platz genommen haben, die dürften jetzt wahrscheinlich eine bewegte Debatte erleben. Das Thema ist durchaus umstritten. Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten weltweit. Seit Beginn des Jahres kamen laut internationaler Organisation für Migration bei der Überquerung mindestens 2380 Menschen ums Leben oder werden vermisst. Eine staatlich organisierte Seenotrettung, die gibt es nicht. Lediglich private Initiativen halten nach Geflüchteten in Seenot Ausschau. Der Bundestag hat mit dem Haushalt 2023 beschlossen, dass die zivile Seenotrettung im Mittelmeer mit 2 Millionen Euro jährlich unterstützt wird. Das ist durchaus umstritten. Die AfD will die private Seenotrettung nicht weiter finanziell unterstützen. Es spricht Stefan Brandner. Vor allem, Herr Präsident, Sie haben das Thema dieses Tagesordnungspunktes richtig vorgelesen. Das heißt nicht private Seenotrettung, sondern richtet sich gegen Schlepper und Schleuser. Eduard Zimmermann, der ein oder andere wird ihn noch kennen, hat die Fernsehreihen XY Ungelöst und Vorsicht Falle kreiert und davor Neppern, Schleppern und Bauernfängern gewarnt, meine Damen und Herren. Das tun wir von der AfD im Hinblick auf Sie von den Altparteien auch, und zwar nahezu täglich und zu Recht. Aber nicht nur, dass sie selber welche sind, sondern sie unterstützen auch noch Schlepper und Schleuser im Mittelmeer. Sowas gibt es nur in Deutschland, sowas gibt es nur von Ihnen, den Altparteien, und sowas muss eigentlich sofort beendet und gestoppt werden. Vor einigen Tagen, am 13. Oktober ist ein Schiff namens CI4 aufgebrochen, um noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Es ist das erste Mal, dass der Steuerzahler ganz offiziell Schleuseraktivitäten und Schleuser- und Menschenhandelbanden im Mittelmeer finanziell unterstützt. Verbrämt und verschleiernd private Seenotrettung genannt. Ein dubioses Geflecht aus kriminellen Vereinigungen in Deutschland, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Kirchenvereinen und sogenannten Rettungsschiffen soll in den kommenden 4 Jahren 8 Millionen Euro erhalten, die die Bundesregierung aus Grünen, Gelben und Roten locker gemacht hat. Mittendrin in diesem Geflecht, mittendrin ein Verein mit dem Namen United for Rescue, dessen Gründer und Vorstand ein Herr Thies Gundlach ist. Und der ist wiederum zufällig Lebensgefährte der grünen Vizepräsidentin Göring-Eckardt. Meine Damen und Herren, das stinkt gewaltig und ist ein weiterer Paradefall dafür, wie grüner Filz in Deutschland funktioniert. Wir denken da an Habeck und Greichen und denken da nicht nur dran, sondern ziehen da durchaus Parallelen. Ein weiteres Beispiel übrigens dafür, dass sich die Grünen und die anderen Altparteien den Staat zur Beute gemacht haben und diese Beute hemmungslos untereinander aufteilen, meine Damen und Herren. Dass deutsche Steuermittel genutzt werden, um Schleuser und Menschenhändler im Mittelmeer zu finanzieren und das gefährliche, millionenschwere Geschäft damit weiter anheizen, ist durch nichts, aber auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Dabei steht für uns von der AfD völlig außer Frage, dass natürlich Menschen, die in Seenot geraten, gerettet werden müssen. Sie glauben es nicht, aber so ist es tatsächlich. Richtige Seenotrettung bedeutet aber, schiffbrüchige und in akuter Seenot befindliche Menschen zu retten und in den nächsten sicheren Hafen zu bringen. Es bedeutet nicht, Menschen über hunderte von Kilometern über das Mittelmeer zu schippern, nachdem man vorher einen Treffpunkt ausgemacht hat, wo die völlig überladenen und vorsätzlich in Seenot gebrachten sogenannten Rettungsboote von den Rettungsschiffen übernommen werden. Das ist ein Missbrauch der Seenotrettung. Das hat mit Seenotrettung überhaupt nichts zu tun. Wir können nachweisen, dass es Funkabsprachen gibt, dass man sich vor der nordafrikanischen Küste trifft und dann die Flüchtlinge umgeladen werden. Die werden dann nach Italien geschafft, rechtswidrig meistens auch, und von da aus sind sie ganz schnell in Deutschland und werden Bestandteil der milliardenschweren Asylindustrie in Deutschland, die eigentlich in weiten Teilen aus unserer Sicht nichts weiteres ist als organisierte Kriminalität auf dem Lasten der Steuerzahler, der hunderte Milliarden Kosten durch diese Migration in Deutschland verkraften muss und dessen Gesellschaft Sie von den Altparteien alle zerstören. Für uns steht fest von der Alternative für Deutschland, das kriminelle Schleusergeschäft muss trockengelegt werden. Und deutsche Staatsanwälte müssen sich mal mit den Aktivisten, mit den Aktionen, mit den Akteuren dieser sogenannten NGOs in Deutschland beschäftigen und mal ermitteln, ob wir da nicht Straftatbestände haben, wie Beihilfe zum Menschenhandel beispielsweise. Da müssen deutsche Staatsanwälte mal ran ermutigt werden, sich das Ganze unter dem Siegel des deutschen Strafrechts einmal anzuschauen. Meine Damen und Herren, wenn Sie das Mittelmeer nicht weiter zum Massengrab für Menschen machen wollen, folgen Sie unserem Antrag. Wir
Wir stoppen die Migration über das Mittelmeer, retten damit viele Menschen und auch die deutsche Gesellschaft. Vielen Dank. Die AfD-Fraktion hat dazu zwei Anträge hier vorgelegt, die Grundlage dieser Debatte sind. Jetzt in die Aussprache. Der nächste Redner kommt von der SPD, Hakan Demir. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns da einig, dass die Rede, die jetzt gerade hier gehalten worden ist, von Pauschalitäten durchsetzt ist, von Falschaussagen durchsetzt ist und in dem Form auch unverschämt ist, zu sagen, dass Menschen, die hier aus Deutschland, unter anderem auch Kirchen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen im Mittelmeer gerettet werden, denen zu sagen, dass das Schleuser sind, das geht auf jeden Fall nicht und das ist unverschämt, das hier so zu sagen. Ich weiß, dass wir die Debatte schon seit einigen Jahren führen und wir können uns daran erinnern, dass eine Wochenzeitung die Überschrift mal hatte, Seenotrettung, Doppelpunkt, oder soll man es lassen? Das war die Überschrift 2018. Die gängige Erzählung, die auch hier natürlich immer wieder vorangebracht wird, ist bis heute, die Seenotrettung sei ein Anreiz, sich auf die gefährliche Überfahrt zu begeben. Und klar ist, es ist längst wissenschaftlich erwiesen, dass es keinerlei Zusammenhang zwischen Rettung und Anzahl der Überfahrten gibt. In Jahren, in denen wenig gerettet wurde, kamen nicht weniger Menschen, sondern mehr Menschen sind gestorben. Ich sage, das, was schon immer gegolten hat, gilt auch heute. Menschen, die ertrinken, retten wir. Punkt. Vor zwei Wochen war ich in einem dokumentarischen Theater, Mittelmeermonologe, einige kennen es. Der Autor hat im Vorfeld stundenlang mit Überlebenden Interviews geführt, die über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind. Menschen, die auf dem Mittelmeer waren, die Todesangst hatten, Angst zu ertrinken, Angst nach Libyen zurück zu müssen, wo Geflüchtete gefoltert und versklavt werden. Menschen, die im Meer andere Menschen verloren haben. Und es wurde auch geschildert, dass die meisten so viele Kilometer hinter sich gelassen haben, dass ihr Entschluss, das Meer zu überqueren, dass das schon längst gefallen war. Am Ende, am Strand eines fremden Landes, kehrt kaum jemand noch um. Warum kommen Sie zu uns? Das ist ja auch eine Debatte. Wegen Krieg, Gewalt, wegen absoluter Perspektivlosigkeit, weil Sie für sich und Ihre Familien ein besseres Leben wollen. Sie werden, anders als behauptet wird, werden Sie nicht gepult, Sie werden gepusht aus Ihren Ländern, aus Ihren Häusern und aus Ihren Leben. Und dieser Weg bleibt gefährlich. Dieser Weg bleibt gefährlich. Allein dieses Jahr sind schon 2440 Menschen gestorben, weil sie nicht gerettet werden konnten, darunter über 100 Kinder. Die anderen kommen teilweise traumatisiert nach Europa. Und wir können uns alle noch an die Bilder erinnern. 2015 ging ein Bild um die Welt von einem dreijährigen Jungen in blauer Hose und rotem T-Shirt am Strand von Bodrum. Der Tod von Alan Kurdi hat uns damals alle schockiert. Was ist seitdem passiert? Warum wird die Pflicht zur Rettung von Menschen heute noch in die Menschen in Seenot noch heute in Frage gestellt? Es steht fest, wir müssen Menschen retten. Wir brauchen dafür in erster Linie immer noch eine EU-Seenotrettungsmission. Wir in Europa hatten mal so etwas. Wir hatten die SOFIA, die Mission, die vor der Küste Libyens Menschen gerettet hat. Seit 2015 etwa 50.000 Schutzsuchende. Und die deutsche Marine hat etwa 22.500 Menschen dort gerettet. Und ich kann mir vorstellen, dass die Soldatinnen und Soldaten, die das gemacht haben, stolz auf sich sind. Und wir können auch stolz auf sie sein. In der Art gibt es keine Mission. Deshalb ist die zivile Seenotrettung stärker gefragt. Sie sind vor Ort, obwohl ihnen von allen Seiten Steine in den Weg gelegt werden. Sie retten Leben, Studentinnen und Studenten, Köchinnen und Köche, Ärztinnen und Ärzte. Sie machen das, was richtig ist. Und jeden Tag erleben wir, dass diese Arbeit auch nötig ist. Und noch ein wichtiger Gedanke. Sie machen ihre Arbeit mit Unterstützung aus breiten Teilen der Gesellschaft, aus lokalen Initiativen, Stiftungen, Kirchen, NGOs. All diese Akteure aus all unseren Wahlkreisen tragen primär die Arbeit der Organisation. Die öffentliche Finanzierung
ist nur ein ergänzender Beitrag zur Rettung auf hoher See, ein Beitrag, auf den wir hier im Deutschen Bundestag stolz sein können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich am Anfang gesagt hatte, Seenotrettung oder lassen wir es sein oder soll man es lassen? Ich glaube, jeder Euro, der dafür verwendet wird, dass ein Mensch gerettet wird, ist es wert. Und ich sage heute auch ganz klar, Seenotrettung ist unabhängig auch von der GEAS-Reform zu sehen, unabhängig von der Bleibeperspektive. Es ist auch unabhängig davon, ob Menschen wieder zurückgeführt werden können, nicht auf hoher See, nicht in akuter Gefahr. Und es ist unsere menschliche Pflicht zu retten. Wir sollten uns nicht dafür verstecken hier im Hohen Haus, dass wir zu unseren Werten stehen. Wir sollten stolz darauf sein, dass wir die zivile Seenotrettung hier im Hohen Haus mit 8 Millionen Euro fördern. Es ist unsere Entscheidung und es ist richtig. Dankeschön. Sagt Hakan Demir für die SPD-Fraktion. Und die 8 Millionen beziehen sich auf die Jahre 2023 bis 2026 aus Mitteln des Auswärtigen Amtes jährlich 2 Millionen Euro. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder, gerne auch von Vertretern von Parteien, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, eine hochtheoretische Diskussion über Brandmauern zwischen Union und AfD geführt. Und ich will die heutige Debatte mal als ganz praktisches Beispiel dafür nutzen, um zu zeigen, dass es keine zwei Parteien in diesem Haus gibt, die unterschiedlicher sind als AfD und die Union. Die AfD ist eine Partei, die von den Problemen lebt, von der Unzufriedenheit. Und das erleben wir auch gerade in den wöchentlichen Umfragen. Mit den ungelösten Problemen in diesem Land wächst die AfD. Und deshalb ist die AfD auch überhaupt nicht wirklich daran interessiert, die Probleme zu lösen. Die AfD ist vor allen Dingen daran interessiert, die Probleme zu beleuchten und ins Schaufenster zu stellen. Und genau das ist der Zweck des heutigen Antrags. Die Union demgegenüber verkörpert das genaue Gegenteil. Uns wählen die Menschen, wenn die Politik die Probleme löst. Oder sie jedenfalls das Gefühl haben, dass wir ernsthaft an den Lösungen arbeiten. Und deshalb greifen wir als Union die Probleme eben auch auf, die die Menschen in diesem Land bewegen. Aber anders als die AfD müssen wir, um Zustimmung zu erhalten, die Probleme nicht nur hin und her wenden, sondern versuchen, die Probleme wirklich zu lösen. Und deshalb haben wir am 12. Oktober ohne großes Trara einen Antrag im Haushaltsausschuss zu dem Thema der Streichung der Finanzierung der privaten Seenotrettung eingebracht, der das Problem gelöst hätte. Und ich sage hätte, denn im Widerspruch auch zur Aussage des Bundeskanzlers am 6. Oktober, der sich klar von dieser Finanzierung distanziert hat, haben die Ampelfraktionen unseren Antrag abgelehnt. Und ich muss es in Richtung der Ampel deshalb ganz deutlich sagen. Sie bieten der AfD heute diese Bühne, indem Sie beharrlich die Augen vor der Realität und den Problemen in diesem Land verschließen. Und lassen Sie mich zu der Sache als Unionsfraktion eines klarstellen. Es kann und es darf nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer ihrem Schicksal überlassen werden und ertrinken. Es ist unsere Verpflichtung, Menschen aus Seenot zu retten. Hier enden allerdings auch die Gemeinsamkeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, zwischen uns und der Ampel. Es ist inakzeptabel, wenn private Seenotrettungsorganisationen nach der unmittelbaren Rettung die Menschen automatisch immer ans europäische Festland verbringen. Und es ist noch weniger akzeptabel, und auch in der Bevölkerung ist dafür kein Verständnis, wenn dies nur wenige Kilometer vor der afrikanischen Küste geschieht. Und man muss es leider so deutlich sagen, diese NGOs machen sich dadurch mindestens zu willfährigen Helfern der kriminellen Schlepperbanden. Und sie sorgen dafür, dass mehr Menschen in diese lebensgefährlichen Boote steigen und nicht weniger. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Beatrix von Storch? Nein, danke. Und deshalb ist es auch verständlich, was die italienische Regierung fordert, was der Bundeskanzler dazu gesagt hat und was wir als Unionsfraktion gefordert haben, nämlich, dass dafür kein Cent deutsches Steuergeld mehr verwendet werden darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung ist jetzt gefordert in dieser Migrationskrise. 80% der Menschen in diesem Land wollen eine andere Migrationspolitik. Und spätestens jetzt mit diesen Zahlen müssen Sie doch auch endlich merken, dass Ihre Migrationspolitik schlicht und ergreifend gescheitert ist. Was wir jetzt brauchen, sind Taten. Und nicht diese nie endenden Debatten, die nur der AfD nutzen. Sie kündigen einen Deutschlandpakt an. Wir machen konkrete Vorschläge. Hören Sie auf, unsere ganz konkreten Vorschläge als billigen Populismus oder Wahlkampfgetöse zu diffamieren, wie im jüngsten Liebe-Freunde-Brief von der SPD am Dienstag. Die Zugangszahlen nach Deutschland und Europa sind zu hoch.
Wir müssen sie dauerhaft und signifikant reduzieren. Und wir müssen diese Zahlen an den tatsächlichen Aufnahmekapazitäten, an der Realität in unserem Land orientieren. Unsere Hand bleibt ausgestreckt. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch für einen Deutschlandpakt in der Migration, für Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und vor allen Dingen für den sozialen Frieden in unserem Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sagt Moritz Oppel für die Unionsfraktion. Ja, der Bundeskanzler hatte Anfang Oktober gesagt und betont, dass die deutschen Unterstützungsgelder für die zivile Seenotrettung vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung bewilligt worden seien. Er habe den Antrag nicht gestellt. Auf die Nachfrage, was denn seine persönliche Meinung sei, fügte er hinzu, das ist die Meinung, die ich habe, dass ich den Antrag nicht gestellt habe. Und ich glaube, das ist unmissverständlich, so der Bundeskanzler Anfang Oktober. Migrationspolitik kreisen wir immer wieder um Scheindebatten und Scheinlösungen. Und so ist es leider auch in der Debatte um die zivile Seenotrettung. Es ist eigentlich erstaunlich, dass dieses Thema überhaupt so politisch diskutiert wird, denn es geht eigentlich um humanitäre Hilfe. Seit 2014 sind mindestens 28.000 Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrunken. Jeden Tag sterben etwa 8 Menschen im Mittelmeer. Die Dunkelziffer, die dürfte noch viel höher liegen. Und das Sterben im Mittelmeer, das ist die zweitgrößte humanitäre Katastrophe nach dem Krieg in der Ukraine. Die Pflicht zur Rettung von Schiffbrüchigen, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft, ist internationales Recht und eine Frage der Menschlichkeit. Und darum bin ich sehr dankbar, dass wir im vergangenen Jahr im Deutschen Bundestag mit den Stimmen der Ampel, der Union und der Linkspartei jeweils 2 Millionen Euro pro Jahr bis 2026 zur Unterstützung der Seenotrettung beschlossen haben. Das gilt und das ist auch gut so. Denn natürlich ist es richtig, dass man bei der zweitgrößten humanitären Krise in Europa etwas gegen das Sterben unternimmt. Und ja, bei manchen gibt es offensichtlich diese Vorstellung, man könnte mit der Kriminalisierung der humanitären Hilfe im Mittelmeer dafür sorgen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Und oft wird auch behauptet, bis ins konservative Lager hinein, dass die Seenotrettung ein sogenannter Pull-Faktor sei und die Zahl der Überfahrten dadurch steigern würde. Aber keine Studie, die versucht hat, das zu belegen, hat das geschafft. Hertie School, European University Institute, University of Oxford, Goldsmiths University of London. Sie alle kommen zu demselben empirischen Ergebnis. Es gibt keine Verbindung zwischen lebensrettenden Aktionen im Meer und der Zahl der Geflüchteten. Und auch die EU-Operation EUNAVFOR Med Irini, an der auch unsere Bundeswehr beteiligt ist, die hat eigene Daten dazu erhoben. Und die kommt in den Berichten auch immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Die Anzahl der Abfahrten von Flüchtlingsbooten sind vor allem abhängig vom Wetter und nicht von Seenotrettung. Also an die rechte Seite dieses Hauses. Wenn Sie schon Wissenschaftlern nicht glauben, und das sind wir gewohnt, glauben Sie denn eigentlich auch nicht den Berichten unserer Bundeswehr? Es wird immer wieder so getan, als ob die Überfahrten über das Mittelmeer gestoppt werden würden, wenn Seenotrettungsorganisationen nicht mehr aktiv seien. Aber auch das entbehrt jeder faktischen Grundlage. Die Wahrheit ist, die Flüchtlinge, die gab es auch schon vor den Booten. Über 90% der Menschen, die nach Italien kommen, die kommen dort an, unabhängig von jeglicher Rettungsmission. Seenotrettung führt nicht zu mehr Flüchtlingen, sondern zu weniger Toten. Und übrigens werden die Anlandungen der Seenotrettungsschiffe auch nicht von Schlepperbanden oder sonstigen Leuten koordiniert, sondern von der italienischen Seenotrettungsleitstelle in Rom. Erst diese Woche konnte man das ja in der Praxis sehen. Die italienische Seenotrettungsleitstelle wies das Schiff Humanity 1 an, zu einem Seenotrettungsfall auszufahren. Anschließend wird dem Schiff gemäß des internationalen Rechts vorgegeben, wo sie anlanden dürfen. Wir sollten wirklich einfach mal aufhören, diese Verschwörungserzählungen so zu verbreiten und uns stattdessen mal fragen, wem es eigentlich nutzt, wenn wir hier dauernd fehlgeleitete Empörungswillen reiten, statt endlich mal in der Sache voranzukommen. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, was wirklich helfen würde in der Migrationspolitik. Wir müssen endlich für durchdachte und wirksame Fluchtursachenbekämpfung sorgen. Und dazu gehört humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch zivile und militärische Krisenprävention und Stabilisierungsarbeit. Zweitens müssen wir eine faire Verteilung auf europäischer Ebene endlich hinbekommen. Und wer nicht mitmacht, der muss eben für die Aufnahme bezahlen. Drittens, wir sollten
sollten hier vor Ort unsere Kommunen endlich besser und resilienter machen. Das bedeutet mehr Investitionen in Kitas und Schulen, mehr Investitionen in die Sicherheitsbehörden, mehr bezahlbaren Wohnraum. Und außerdem müssen wir endlich die Entbürokratisierung voranbringen. Das müssen wir übrigens alles auch ganz unabhängig von migrationspolitischen Fragen tun. Und wir müssen an die Arbeitsverbote ran. Nur so können wir die integrative Kraft unseres Arbeitsmarkts auch nutzen und den Arbeits- und Fachkräftemangel zurückdrängen. Und fünftens braucht es Migrationsabkommen, damit die, die keinen Schutzanspruch haben und die auch keine Möglichkeit und keinen Willen haben, im Arbeitsmarkt integriert zu werden, auch zurückkehren können und anderswo wieder aufgenommen werden. Vielleicht sollten wir uns einfach mal pragmatisch diesen Lösungen widmen, statt hier ständig neue Vorschläge für die Entrechtung und Entwürdigung von Schutzsuchenden machen. Dann wären wir wirklich auch in der Sache einen Schritt weiter. Vielen Dank. Sagt Jamila Schäfer für die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und sie ist auch im Haushaltsausschuss und dort zuständig für den Etat des Auswärtigen Amtes, der ja unter anderem die Mittel für die zivile Seenotrettung beinhaltet. Clara Bünger jetzt für Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Herr Brandner hat hier wieder gezeigt, dass die AfD durchtrieben von Lügen und Falschaussagen ist. United for Rescue hat nicht mal Geld ausgezahlt bekommen. Und Sie stellen das hier so als Tatsache dar. Das ist absolut falsch und zeigt, wo Sie auch politisch stehen. Menschen, die vor Krieg, Gewalt, Repression und Elend übers Mittelmeer fliehen müssen, können das nur derzeit in seeuntüchtigen Booten tun. Ich selbst habe zahlreiche solcher Boote mit Menschen in Seenot gesehen, als ich monatelang an der EU-Außengrenze in Griechenland gearbeitet habe, als Menschenrechtsverteidigerin. Ich habe auch immer wieder Boote mit Babys und Kindern gesehen, kranke Menschen, schwangere Frauen. Das sind alles schutzsuchende Menschen. Und Sie behandeln sie als Objekte, als Gefahr, und das ist absolut untragbar. Diese Menschen können keine Flugzeuge oder Fähren nehmen, weil sie kein Visum bekommen. Ohne Visum wird man nicht transportiert. Die Menschen haben also eigentlich gar keine andere Wahl, als diese Boote zu besteigen. Unzählige dieser Boote kentern jedes Jahr und zigtausend Menschen ertrinken dabei. Sehr, sehr viele Menschen bleiben unregistriert. All diese Fakten sind bekannt. Niemand bestreitet sie, nicht mal die AfD. Und wir unterhalten uns hier über diese Ausgangslage zum x-ten Mal und es wird in der Presse auch dokumentiert. Und niemand zweifelt diese Fakten hier an. Für diese Menschen, die in Seenot sind, gibt es eine einzige Chance, diese Flucht übers Mittelmeer zu übernehmen. Und das ist zivile Seenotrettung. Doch wie wir alle wissen, gibt es auf dem Mittelmeer kaum noch Seenotrettungsschiffe, da diese kriminalisiert, mit immensen Auflagen überzogen oder schlichtweg von Einsatzgebieten ferngehalten werden. Auch Verkehrsminister von der FDP Wissing macht bei dieser Blockade und Behinderung mit. Das ist wirklich sehr untragbar. Die Bundesregierung hat doch zu Beginn der Legislaturperiode vollmundig ein staatlich koordiniertes Seenotrettungsprogramm versprochen. Wenn es eine staatlich organisierte Seenotrettung gäbe, dann müssten wir jetzt überhaupt nicht über diese Kriminalisierung hier sprechen. Tun Sie endlich was, liebe Bundesregierung! Um von diesem Versagen abzulenken, hat die Ampel stattdessen viel zu geringe finanzielle Förderung für Seenotrettungsorganisationen in Aussicht gestellt. 2 Millionen ist wirklich ein lächerlich kleiner Betrag, von dem nicht mal alles an die Seenotrettungsorganisationen ausgezahlt wurde. Diese riesigen Kosten, die sie schultern müssen, werden damit nicht gedeckt. Und selbst dieser symbolische Beitrag wird nun infrage gestellt. Und auf Druck von rechts knickt die Bundesregierung ein. Allen voran Olaf Scholz, der sich öffentlich von der Finanzierung der Seenotrettung distanziert, um der Ministerpräsidentin und Mussolini-Verehrerin entgegenzukommen, Meloni. Es ist einfach unfassbar. Wir als Linke stehen als Einzige stabil hinter der Forderung, dass es eine staatlich organisierte zivile Seenotrettung geben muss. Und ich bin stolz darauf. Aber eigentlich müssten wir hier über etwas ganz anderes sprechen, nämlich darüber, warum Menschen fliehen müssen und welcher Anteil deutsche Politik daran hat. Denn wir sind uns ja einig, wenn es auf diesem Planeten alle in Frieden, Freiheit und materieller Sicherheit leben könnten, gäbe es keine Fluchtursachen und niemand müsste in seeuntüchtige Boote steigen. Doch darüber unterhalten wir uns nicht, sondern wir führen Scheindebatten, bei der sich jeder nach Lust und Laune profilieren kann. Das ist vor allen Dingen bedauerlich für die Menschen, die darunter leiden, und das sind immer noch die schutzsuchenden Menschen, die vor Krieg fliehen. Alle Demokratinnen
und Demokraten müssen sich einig sein. Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Vielen Dank, Frau Kollegin Bünger. Nächste Rednerin. Und Clara Bünger bekommt hier nicht nur Applaus aus der Linken, sondern auch aus den Reihen der SPD und auch aus den Reihen der Grünen beispielsweise. Nächste Rednerin an Veruschka Jurisch für die Liberalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, auf einen Antrag einzugehen, der mit Verschwörungstheorien begründet wird, das ist eine Zumutung. Dass private Seenotrettung den Zweck erfülle, einer vermeintlichen Asylindustrie in Deutschland Nachschub an Arbeit zu besorgen, das ist blanker Unsinn. Die Behauptung, dass dabei der Tod von vielen Menschen billigend in Kauf genommen werde, ist schlicht unverschämt und abgrundtief zynisch. Es macht daher für mich überhaupt keinen Sinn, mich an diesen nicht belegten und auch hanebüchenen Behauptungen hier abzuarbeiten. Ich werde mich stattdessen nüchtern dem Thema dieser Debatte zuwenden, der aktuelle große Migrationsdruck und die Rolle der Seenotrettung. Als Freie Demokraten wollen wir Klarheit und rechtsstaatliche Ordnung in allen Bereichen der Migrationspolitik. Und dazu gehört auch die Situation im Mittelmeer einschließlich der Seenotrettung. Dass Menschen in nicht seetüchtigen Booten versuchen, nach Europa überzusetzen und ihr Leben dabei riskieren und viele dabei sterben, das ist furchtbar, das ist beschämend und das ist falsch. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass beispielsweise über die zentrale Mittelmeerroute auch sehr viele Menschen in der EU ankommen, die keinen Schutzanspruch haben. Beispielsweise aus Côte d'Ivoire oder Guinea, wo die Ablehnungsquoten laut EUAA bei ungefähr 70% liegen. Und von den 130.000 Menschen, die in diesem Jahr über die Mittelmeerroute, die zentrale Mittelmeerroute angekommen sind, sind laut Angaben der EU-Kommission alleine 30.000 Menschen mit ungeklärter Herkunft. Es machen sich also derzeit zu viele Menschen ohne Bleiberecht oder mit sehr vagen Bleibeperspektiven auf den Weg nach Europa. Das ist irreguläre und ungeordnete Migration, und das kann so nicht bleiben. Was müssen wir tun, um zu mehr rechtsstaatlicher Ordnung, Klarheit und Humanität mit Blick auf die Migration über das Mittelmeer zu kommen? Erstens. Klar ist, dass Menschen, die in Seenot geraten, zu retten sind. Zweitens. Strukturierte Seenotrettung sollte eine hoheitliche Aufgabe sein. Strukturierte Seenotrettung sollte meines Erachtens nur im Ausnahmefall von privat finanzierten Organisationen übernommen werden müssen. Derzeit steht dieses Regelausnahmeverhältnis auf dem Kopf. Auch weil EU-Mitgliedstaaten ihre Verantwortung in diesem Bereich sehr unterschiedlich wahrnehmen, um es einmal so zu formulieren. Perspektivisch muss Frontex diese Aufnahme übernehmen, weil es sich um eine gesamteuropäische Aufgabe handelt. Wir setzen uns dafür ein, dass Frontex das Mandat erhält, Rettungseinsätze nicht nur zu koordinieren, sondern diese auch selber immer auch durchzuführen. Ja, Frontex, und ich weiß, dass da einige sehr große Probleme damit haben. Frontex hat nicht nur eine neue Leitung, mit der wir sehr zufrieden sein können. Und es kann auch nicht sein, dass wir an einer Stelle die EU und ihre Werte als überlegen loben, aber an anderer Stelle ihren eigenen Institutionen nicht über den Weg trauen. Das kann nicht sein. Letzteres nehme ich beim Thema Frontex so wahr, und das nehme ich auch beim Thema GERS so wahr, sowohl hier als auch im Europaparlament. Und das ist ein Problem, denn mit so einer Haltung kommen wir in der gemeinsamen europäischen Asylpolitik einfach nicht voran. Unsere Aufgabe als verantwortliche Parlamentarier ist, darauf hinzuwirken, dass die EU und ihre Organisation besser werden und rechtsstaatliche und menschenrechtlichen Grundsätzen vollumfänglich entsprechen. Das ist unsere Aufgabe. Also, Frontex muss perspektivisch die Seenotrettung übernehmen, das ist für mich völlig klar. Und dass das gut gelingt, daran müssen wir gemeinsam hier arbeiten. Drittens. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir prüfen wollen, ob und wie auch in Drittstaaten rechtssicher Asylanträge gestellt werden können. Und dieses Projekt sollten wir jetzt schleunigst angehen. Lassen Sie uns bitte mit Ernsthaftigkeit an Klarheit und rechtsstaatlicher Ordnung in der Migrationspolitik hier gemeinsam arbeiten. Auf billigen Populismus habe ich dagegen keine Lust. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Jurisch.
Veruschka Jurisch war das für die FDP-Fraktion. Ja, die Ampelparteien hatten sich im Koalitionsvertrag vorgenommen und sich darauf geeinigt, sich für eine staatlich koordinierte und europäisch getragene Seenotrettung einzusetzen. Die gibt es derzeit aber allerdings noch nicht. Im schlimmsten Fall von organisierter Kriminalität seit dem Zweiten Weltkrieg. Denn es ist eine Krake, die Milliarden verschlingt, die Menschenleben kostet. Es ist keine Seenotrettung, es ist Menschenschlepperei und die ist kriminell. Es fängt damit an, dass Sie die Migranten auf hohe See locken und sie eben in Seenot bringen. Das geschieht mit der Hilfe einer App, die heißt Alarmphone. Niemand ist so dumm, niemand ist so dumm, in ein Gummiboot zu steigen mit Benzin für 10 Kilometer und zu glauben, dass er damit 400 Kilometer nach Europa kommt. Das machen die Migranten erst dann, wenn sie sehen, dass sie von ihren Booten rausgeschickt werden, 10 Kilometer vor der afrikanischen Küste. Und finanziert wird diese App von wem? Von Heinrich-Böll-Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung und Soros. Alleine dafür gehört diesen Stiftungen die Gemeinnützigkeit entzogen und die Gelder gestrichen. Alleine dieses Jahr, und Sie selbst haben es gesagt, hat es 2000 Menschen das Leben gekostet. Punkt 2, Seerecht. Was ist das Seerecht? Die Geretteten in den nächstgelegenen Hafen zu bringen. Diese Schlepperboote machen genau das Gegenteil. Sie bringen die nicht nach Afrika, sie bringen die 400 Kilometer nach Europa, vorsätzlich mit Ankündigung, das ist Schlepperei. Und am besten dieses menschenverachtende Tun dokumentiert am besten der Vorfall von 2022. Da waren die Migranten schon gerettet von libyscher Küstenwache. Dann kam Sea-Watch vorbei und die Migranten sind ins Meer gesprungen, weil sie nach Europa wollten. Dabei sind 20 Menschen gestorben, dabei kleine Kinder und Frauen. Und für die sind Sie mitverantwortlich für diese Toten. Würden diese Schiffe die Migranten zurück nach Afrika bringen, meinetwegen Algerien, Tunesien oder Ägypten, dann könnten sie 30 Mal mehr Menschen helfen mit dem gleichen Geld wie in Deutschland. Bloß das ist der springende Punkt. Genau das wollen sie nicht, weil sie die hier als Betreuungsfälle haben wollen für ihre Asylindustrie. So ist das. Das hat schon Vera Lengsfeld von der CDU wunderbar herausgearbeitet. Die hat gezeigt, dass das Rote Kreuz alleine mehr Beschäftigte als BASF hat. Und BASF ist der größte Chemiekonzern der Welt. Caritas hat mehr Beschäftigte als BMW. Und diese ganzen Leute erwirtschaften aber nichts Konstruktives. Die bauen keine Autos, aber die kosten an die 57.000 Euro pro Jahr. Und dafür brauchen Sie das Geld. Sie schaffen denen die Betreuungsfälle, Sie schaufeln denen das Steuergeld herbei. Das ist der Fall. Vielen Dank, Herr Kollege Wüstow. Danke. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dunja Kreiser, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fragen von Seenotrettung und auch von Schleuserkriminalität sind wichtige und streitbar. Und ich werde mich diesen Fragen gleich widmen. Doch es bleibt mir nicht erspart, muss ich etwas zu den gerade eben auch Ausführungen der AfD und den Anträgen sagen. Einfach weil man diese Niedertracht, die Menschenverachtung, die Herabsetzung von Menschen würde dieses Haus einfach nicht passieren lassen, ohne etwas dazu anzumerken. Wenn auch nur kurz, es ist sehr nett ausgedrückt, unappetitlich genug. Denn natürlich ignorieren Sie alle Realitäten dieser Welt, sei es Fragen um Rechtsstaatlichkeit, der Geografie oder auch einfach der Physik. Das ist nicht neu. Sie benutzen Begriffe wie Asylindustrie. Gemeint sind Institutionen rund um Migration, um dann die Parallele zu ziehen zu einer von Ihnen ausgeführten Sozialindustrie. Im Kontext von Ihnen ganz klar überflüssig und schädlich. Und Sie benennen die Nutznießerinnen und Nutznießer. Für Sie augenscheinlich Menschen, die nur eines tun, die Gesellschaft belasten. Sie haben es genannt, Arme und Behinderte. Sehr geehrte Damen und Herren, Menschen in Armut in unserem Land und Menschen mit Behinderung.
und Menschen auf der Flucht, das sieht die AfD. Diejenigen, denen man alles nehmen kann, die keine Würde verdient haben, denen man keine Hilfe gewähren sollte, sie hassen ihn anscheinend wirklich und aus tiefstem Herzen den Sozialstaat und die Nächstenliebe. Und so weit, so gut, so grauenvoll. Ich versuche es jetzt nun mit sachlicher Auseinandersetzung zu diesem Thema. Sehr geehrte Damen und Herren, viele Menschen sind auf Schlepperbooten, den sogenannten One-Way-Booten, unterwegs. Und die Qualität, wir wissen darum. Aber sie machen es eben auch ganz klar aus Verzweiflung. Der Stadtrat rief den Notstand aus in Lampedusa. Die meisten Boote starten von der nordafrikanischen Küste, vor allem aus Tunesien. Die Lage zeigt, wir müssen weiter an der europäischen nachhaltigen Flüchtlingspolitik arbeiten. Wichtige Schritte sind dank unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser in den vergangenen Wochen eben angeschoben worden. Doch selbstverständlich steht auch noch Lösung aus. Wir wissen, es gibt nicht das eine Wundermittel, die eine Lösung. Das hat schon unser Parteivorsitzender Lars Klingbeil gesagt. Sehr geehrte Damen und Herren, Mitte November letzten Jahres hat der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, dass die zivile Seenotrettung zwischen 2023 und 2026 mit 8 Millionen Euro unterstützt wird. Dieses Jahr werden 2 Millionen Euro aus dem Etat des Auswärtigen Amtes an unterschiedliche Projekte auf See und Land bereitgestellt. Anderwärtige Berichte wurden bereits widersprochen. Die Rettung von Menschen in Seenot mit Schleusung gleichzusetzen oder wie von der Union zu unterstellen, dies mache die Arbeit von Schleusern erst möglich, ist schlicht falsch. Mehrere Untersuchungen haben widerlegt, dass Geflüchtete oder Flüchtende den Weg über das Mittelmeer wählen, weil es eben gefährlich ist, weil sie darauf setzen, im Zweifel von zivilen Schiffen gerettet zu werden. Und es ist unsere Pflicht, sehr geehrte Damen und Herren, dann eben auch natürlich auch die Ertrinkenden zu retten. Die italienische Marine hat ihren Einsatz zur Rettung Geflüchteter in Seenot im Oktober 2014 eingestellt. Seitdem engagieren sich private Seenotretterinnen und Retter. Eigentlich müsste dies staatlich passieren. Sie muss ein koordiniertes Vorgehen im Umgang mit Geflüchteten sein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, da sind sich die demokratischen Parteien einig. Am 16. Juni 2023 hat die EU in Tunesien eine Vereinbarung geschlossen, ein Migrationsabkommen, wie in den Anträgen gefordert. Ja, da ist natürlich bei Ihnen nicht viel zu lesen. Und Abkommen sind wichtig, zum Beispiel zur Rücknahme von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland. Auch das hat zum Beispiel unser Kanzler Olaf Scholz heute auch noch mal erklärt. Ein wichtiger Schritt in hier vorliegenden Anträgen, selbstverständlich von Ihnen eben, wie gesagt, nicht zu finden, ist die Auswertung der legalen Migration. Dazu gehören sichere und legale Wege, in Europa Asyl beantragen zu können, statt lebensbedrohliche Routen über das Mittelmeer, den Balkan oder Belarus mithilfe profitgieriger Schmuggler auf sich nehmen zu müssen. Ein weiterer ist die Möglichkeit, die Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Wir brauchen ganz, ganz dringend in allen Bereichen und Berufen Menschen, die bei uns anpacken wollen. Auch hier sind wichtige Schritte getan. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unseren Arbeitsminister Hubertus Heil, zum Beispiel durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und den Jobturbo. Wir streben eine faire Verantwortungsteilung zwischen den Anrainerstaaten des Mittelmeeres bei Seenotrettung an und wollen sicherstellen, dass Menschen nach der Rettung an sichere Orte gebracht werden. Herr Präsident, ein letzter Satz. So heißt es in unserem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Wir sprechen uns für eine staatlich koordinierte und europäische getragene Seenotrettung im Mittelmeer aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kreiser. Nächster Redner ist der Kollege Detlef Seif, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Schätzung der Internationalen Organisation für Migration sind seit 2014 28.186 Menschen verstorben bei dem Versuch, das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren. Hakan Demir hat vorhin auch einen sehr tragischen Fall geschildert. Tragisch, weil auch das Foto rund um die Welt ging und man sich das dann auch vor Augen halten konnte. Wir erinnern uns alle an das Foto des kleinen jungen Aylan, was also diese Tragik besonders deutlich gemacht hat. Und jeder Todesfall im Mittelmeer ist einer zu viel. Deshalb
haben wir, glaube ich, alle, und man sollte keinem was anderes unterstellen, schon ein Interesse, dass das Sterben im Mittelmeer beendet wird. Aber wie, ist die Frage. Kann das erreicht werden durch die Schaffung legaler Migrations- und Zuwanderungswege, wie auch gerade angedeutet wurde? Ganz klar nein. Die vielen Millionen Menschen, die nach Europa wollen, werden von dieser gefährlichen Art der Überquerung des Mittelmeers nicht abgehalten, nur weil wir einigen tausend Menschen die Möglichkeit legaler Zuwanderung bieten. Kann das Massensterben im Mittelmeer denn durch den Ausbau der Seenotrettung beendet werden? Das ist ja heute der Diskussionspunkt. Und auch hier sage ich eindeutig nein. Weder die staatlichen Operationen Mare Nostrum, Sophia oder andere, noch die private Seenotrettung haben dem Sterben im Mittelmeer wirklich ein Ende bereitet. Denn es gibt einen eindeutigen und nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen irregulärer Migration und Anzahl der Todesfälle im Mittelmeer. Dieses Jahr werden über diese Routen im Mittelmeer über 200.000 Menschen nach Europa gekommen sein. Und im gleichen Zeitraum werden über 3.000 Menschen dieses Jahr ihr Leben verloren haben. Wenden wir unseren Blick einfach mal nach Australien. Im Jahr 2001 entschied die konservative Regierung, Boote in den Gewässern zurückzudrängen und Migranten auf zwei Inseln unterzubringen. Was war die Folge? Die irreguläre Migration ging auf Null runter und es gab keinen einzigen Todesfall bis zum Jahr 2008. Erst als die Labour-Regierung 2009 diese Maßnahmen rückgängig gemacht hat, fing die irreguläre Migration wieder an und damit auch wieder die Todesfälle. Hier können wir eine Lehre ziehen. Wenn Menschen wissen, dass sie keine Chance haben, in ihr Wunschzielland zu gelangen, dann werden sie sich nicht auf den gefährlichen Weg begeben und dann wird es auch kein Sterben geben. Und dieser Ansatz war auch letztlich das Erfolgsrezept des EU-Türkei-Aktionsplans. Welche Lehre müssen wir ziehen und was ist das Gebot der Stunde? Erstens, Wiederaktivierung des EU-Türkei-Aktionsplans. Zweitens, und das ist im Maßnahmekatalog auch der Fraktion CDU/CSU enthalten, uneingeschränkte Verlagerung der Asylverfahren in sichere Drittstaaten. Das könnte das Problem und das Massensterben beenden. Aber die vorgelegten AfD-Anträge sind natürlich abzulehnen, weil sie erkennen nicht, dass zunächst mal das EU-Recht angepasst werden muss. Und auch die Bundesregierung ist bei den Finanzen der falsche Adressat. Hätten Sie doch auch mal im Haushaltsausschuss einen entsprechenden Antrag gestellt, wie meine Fraktion. Ihre Anträge sind schon formal nicht geeignet, die Problematik zu lösen. Aber die private Seenotrettung unterstützt, und das muss eigentlich jeder sehen, letztlich das perfide System, auf dem die kriminelle Schleppertätigkeit aufbaut. Denn es handelt sich nicht um den klassischen Fall der Seenot. Die Menschen müssen sich von vornherein auf Boote begeben, die nicht seetauglich sind, die völlig überfrachtet und überfüllt sind. Das ist dann von Anfang an Seenot. Und durch diese Seenot kommen die über die Schiene der Seenotrettung erst nach Europa. Würden sie auf sicheren Booten sein, hätten sie keine Chance. Und es ist bedauerlich, dass die Ampelmehrheit im Haushaltsausschuss den Antrag meiner Fraktion letztlich abgelehnt hat. Für mich ist klar, die staatliche Finanzierung ist in jedem Fall zu beenden, weil Deutschland dann ansonsten mittelbar die Schleppertätigkeit mit unterstützt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Sagt hier Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion. Und ihm folgt jetzt Julian Paake für die Grünen. Er war selbst mal in der zivilen Seenotrettung tätig. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Demokratinnen, auf dem Mittelmeer erleben wir täglich die Abwesenheit von europäischen Werten und von Menschenrechten. Dieses Jahr wurden diese Grundrechte 2.443 Mal missachtet. Denn 2.443 Menschen sind ertrunken.
Und wie oft habe ich solche Sätze schon sagen müssen? Die Zahl der Toten, die das Jahr über immer weiter steigt. Und jedes Mal sprechen wir von Familien, von Kindern, von Müttern, von Vätern, Geschwistern und jedes einzelne Mal von Menschen. Alles, was von diesen Zahlen bleibt, sind am Ende Leichensäcke in einer Reihe und Särge in Turnhallen. Und es wird mir unerklärlich bleiben, wie manche in diesem Moment ernsthaft die Frage stellen können, ob das Retten jetzt ernsthaft nötig ist. Und unsere Aufgabe als Demokratinnen ist es, Politik für die Realität zu machen. Und in dieser Realität sind dieses Jahr 2.443 Menschen ertrunken. Und genau diese Realität, die wurde in den letzten Jahren ignoriert. Die vielen Scheinlösungen, die haben kein bisschen dazu beigetragen, Menschenleben auf dem Mittelmeer zu retten. Die Logik eines Lerneffektes, dass Menschen nicht mehr fliehen, wenn sie sehen, wie viele Tausend im Mittelmeer ertrinken und deshalb sich weniger Menschen auf den Weg machen, die ist zutiefst zynisch. Weniger Seenotrettung führt nicht zu weniger flüchtenden Menschen, sondern in aller Konsequenz zu mehr Toten. Diese Scheinlösungen sind offensichtlich gescheitert und genau deshalb machen wir es jetzt anders und treffen Entscheidungen, die ganz real Menschenleben retten und universelle Grundrechte schützen. Und genau deshalb bin ich dankbar, dass wir uns entschieden haben, diese Rechte zu schützen und die zivile Seenotrettung zu unterstützen. Damit setzen wir auch den Koalitionsvertrag um und unterstützen diejenigen, die sich auf dem Mittelmeer für das Leben von Fliehenden einsetzen. Eine Unterstützung gemeinsam mit den Kirchen und vielen anderen, die ich mir eigentlich von einer christlichen Partei schon in den letzten Jahren gewünscht hätte. Wir als Parlament sind gut beraten, auf die Wissenschaft zu hören, auf ForscherInnen, die in den letzten Jahren versucht haben, einen Anreiz von Seenotrettung nachzuweisen. Dieser Nachweis ist keiner einzigen Studie gelungen. Menschen fliehen nicht, um mit viel Glück gerettet zu werden. Menschen fliehen vor Gewalt, vor der Misshandlung in Libyen und Konflikten in ihrem Land. Wenn man Geflüchtete immer noch ein bisschen schlechter behandelt als am Tag zuvor, dann wird dadurch niemand abgeschreckt, aber menschliches Leid aus politischem Kalkül in Kauf genommen. Ganz ehrlich, das ist einfach pervers. Seit Jahren wird diese zivile Seenotrettung kriminalisiert, mit Dekreten aus Italien überzogen. Und dabei sind die Organisationen zu einem Stellvertreter geworden. Ein Stellvertreter, an dem sich viele und vor allem die Union mittlerweile abarbeiten, weil sie selber keine funktionierenden Lösungen vorbringen können. Schauen wir aber mal darauf, wie viele Menschen durch die zivile Seenotrettung geborgen wurden. Dann sind das gerade mal 8% der Menschen, die Italien noch lebend erreichen. Und dass die italienische Küstenwache und die italienische Finanzpolizei jeden Tag aufs Meer fahren, um Leben zu retten, ist eine große Leistung. Sie tun das, weil es ihre Aufgabe ist und auch, weil es für sie als Seeleute unerträglich ist, wenn Menschen ertrinken. Und dafür verdienen diese Crews ebenfalls unsere große Anerkennung. Und ich war zugegeben etwas überrascht, als ich mir den Antrag der Antidemokraten durchgelesen habe. Denn mit einer Sache haben sie tatsächlich recht. Nämlich mit der Definition von Seenot. Denn jedes Boot dort draußen im Mittelmeer ist in Seenot. Es erfüllt genau die Kriterien, die Sie in Ihrem Antrag aufschreiben. Und daraus kann es nur eine Folge geben. Menschenleben zu retten, das ist die Einhaltung von Völkerrecht, dem Seerecht und der praktische Schutz von Menschenrechten. Die zivile Seenotrettung hat 2015 angefangen, die Lücke zu füllen, die von den EU-Staaten und nach dem Ende von Mare Nostrum hinterlassen wurde. Mit Spenden, mit breiter öffentlicher Unterstützung, den Kirchen und einem großen Bündnis aus Städten in ganz Europa. Diese zivile Seenotrettung ist eine historische Erfolgsgeschichte, die von einer großen Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen wird. Dass wir diese Lücke ein Stück weit mitfüllen, ist ebenfalls historisch. Und genau deswegen werden wir diese Finanzierung auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Sagt Julian Palke hier für die Grünen. Nächster Redner ist der Kollege. Und jetzt folgt ihm Ulrich Lechte für die FDP, der außenpolitische Sprecher. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst ein Exkurs für die AfD. Artikel 1 Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Sie verstoßen Tag für Tag gegen die Grundlage unseres Staates, unserer Freiheit, unserer Demokratie. Sie verbreiten Hass und Hetze, gerade Sie, Herr Corio,
Es lässt mich täglich schaudern. Die Nepper, Schlepper, Bauernfänger sind sie, niemand sonst. Die Pflicht zur Rettung von Menschen in Seenot gibt es seit Jahrhunderten als Völkergewohnheitsrecht und seit letztem Jahrhundert auch als geschriebenes Völkerrecht. 1910 wurde im Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über die Hilfsleistung und Bergung in Seenot festgeschrieben, ich zitiere, jeder Kapitän ist verpflichtet, allen Personen, selbst Feindlichen, die auf See in Lebensgefahr angetroffen werden, Beistand zu leisten, soweit er dazu ohne ernste Gefahr für sein Schiff und für dessen Besatzung und Reisende imstande ist. Diese Pflicht zur Rettung auf See ist ein Ausdruck unserer Menschlichkeit, genauso wie es die Pflicht zur ersten Hilfe an Land ist. Aufgrund von Defiziten in der staatlich kontrollierten Rettung kam es erst zur Gründung von privaten Initiativen zur Seenotrettung im Mittelmeer. Zuvor wurden im Rahmen von Mare Nostrum, einer rein italienischen Aktion, und der europäischen Mission Sophia 300.000 Menschen aus dem Mittelmeer gefischt und damit das Leben analog der Einwohnerzahl von Städten wie Mannheim, Karlsruhe, Münster oder Chemnitz gerettet. Als Ampelkoalition haben wir vereinbart, dass wir Frontex auf Grundlage der Menschenrechte zu einer echten Grenzschutzagentur weiterentwickeln wollen. Das Ziel muss sein, ein wirksamer und rechtsstaatlicher Außengrenzschutz, in dessen Rahmen sich Frontex auch bei der Seenotrettung als europäische Küstenwache aktiv beteiligt. Das ist das Ziel. Aber wir wissen alle, wie schwierig und langwierig Diskussionen zu Asyl- und Migrationsfragen auf europäischer Ebene verlaufen. Das hat erst kürzlich wieder der Asylkompromiss gezeigt. Bis wir eine europäische Lösung haben, können wir nicht untätig sein und das Sterben im Mittelmeer einfach so hinnehmen. Wir müssen auch in der Zwischenzeit etwas unternehmen. Die Küstenwachen der Anrainerstaaten müssen hier weiterhin in der Pflicht stehen. Es darf keine Vogelstrauß-Politik geben, sondern beherztes Handeln, auf dass das Mittelmeer nicht mehr die tödlichste Grenze auf der ganzen Welt ist. Für Europa ist das mehr als peinlich, als Hort für Freiheit und Demokratie in der Weltgemeinschaft. In einer aktuellen Studie kommen Wissenschaftler der Universität Potsdam bei der Auswertung von Daten zur Migrationsbewegung im zentralen Mittelmeer zu dem Ergebnis, dass das Fehlen von Such- und Rettungsmaßnahmen mit einer höheren Sterblichkeitsrate einhergeht. Staatliches Versagen führte erst zur Initiative von privaten Seenotrettern. Wer vor Gewalt, Elend und Verfolgung in der Sahelzone oder Eritrea nach Libyen flüchtet und von dort weiter nach Europa will, der hat so viel Schreckliches erlebt, dass ihn die Gefahren einer Überfahrt nach Italien trotz höchster Lebensgefahr nicht weiter schrecken. Dass die Boote nicht seetüchtig sind, sieht man ein Blinder mit einem Krückstock. Die Menschen, die sie dort reinsetzen, sind menschenverachtend. Unser aller Ziel muss es sein, die europäischen Staaten an ihre moralische Verpflichtung zu erinnern, beim unmenschlichen Sterben im Mittelmeer hinzuschauen. Es ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union, hier für alle Beteiligten Klarheit zu schaffen. Es ist auch wahr, die Partner in Europa lehnen die Unterstützung von privaten Seenotrettern leider ab. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Wahlsieg der Opposition in Polen gibt Hoffnung, dass die offenen Fragen bald beantwortet werden können. Orbáns unsägliches Treffen mit Putin und Xi darf diese Hoffnung nicht trüben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lechte. Nächster Redner ist der Kollege Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will das am Anfang noch mal in aller Klarheit sagen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion braucht weder in dieser Debatte noch in anderen Debatten irgendwelche Nachhilfe in der Frage von Humanität im Umgang mit dieser schrecklichen Situation im Mittelmeer. Ich sage Ihnen in aller Klarheit, die humanitärste Antwort, die wir geben können, ist es, dass sich die Menschen gar nicht erst auf den Weg über das Mittelmeer machen. Und das muss doch das gemeinsame Ziel in dieser Debatte sein.
Für uns ist klar, jeder, der in Seenot gerät, der muss gerettet werden. Und jeder Tote im Mittelmeer ist ein Toter zu viel. Aber für uns ist auch die Devise klar, es muss um eine Differenzierung gehen. Wir sagen Ja zum Retten, aber Nein zum Schleppen. Und das erwarte ich auch von dieser Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und um es in aller Klarheit zu sagen, Humanität und das geltende Völkerrecht, die verpflichten dazu, dass wir Menschen aus Seenot retten, in einen sicheren Hafen. Aber das Völkerrecht, es verpflichtet nicht dazu, dass wir Schleppertum damit belohnen, dass es in der Endkonsequenz zu einem Aufenthaltsrecht in Europa führt. Und deswegen ist für uns klar, planvoll erzeugte Seenotrettung. Und ich differenziere, planvoll erzeugte Seenotrettung. Und das ist das, was wir x-fache Mittelmeer erleben. Planvoll erzeugte Seenotrettung, das darf keine Eintrittskarte für soziale Sicherungssysteme in Europa sein, meine Damen und Herren. Diese planvoll erzeugte Seenotrettung, sie kann nur eine Konsequenz zur Folge haben, nämlich einen Weg in sichere Häfen in Afrika, meine Damen und Herren. Dahin muss doch der Weg führen. Wir brauchen Ausschiffungsplattformen, wie es die Europäische Union schon beschlossen hat. Wir brauchen Drittstaatsabkommen. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung das zu ihrem Schwerpunkt macht. Und da muss man sich fragen, wer kann denn diesen Weg zu Ausschiffungsplattformen, zu vernünftigen Drittstaatenabkommen, wer kann diesen Weg denn gehen? Ja, wir haben Herrn Joachim Stamp, den Sonderbeauftragten für solche Abkommen. Meine Damen und Herren, das Ausverhandeln mit Migrationsabkommen mit ausländischen Staaten, das gehört in die Kampfkategorie Superschwergewicht und nicht Federgewicht mit irgendwelchen Beauftragten, meine Damen und Herren. Und es fällt schwer, bei Superschwergewicht an Olaf Scholz zu denken, aber zur Wahrheit gehört, ja, das Ausverhandeln solcher Migrationsabkommen, das muss Chefsache sein. Darum muss sich der Bundeskanzler kümmern. Darum muss sich die Außenministerin kümmern. Und ich sage in ganz klarer Erwartung, wir erwarten, wenn die Außenministerin schon um die Welt fliegt, um außenbezogene Innenpolitik zu machen, um große Haltungsnoten in der Welt zu verteilen, dann muss sie doch auch mal deutsche Interessen durchsetzen. Und deutsche Interessen heißen, für Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe braucht es eine Bereitschaft zur Kooperation von Migrationsabkommen. Und das ist das, was Sie heute hätten beitragen müssen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie stattdessen, statt diese Problemlage anzugehen, hier nur so tun, als sei es eine Situation, dass wir nur zu wenig Rettungsboote im Mittelmeer hätten, dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist vorbei an der Lebensrealität. Wir haben zu viel Leid, zu viel irreguläre Migration über das Mittelmeer. Und diese Ursache muss bekämpft werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen auch, hören Sie doch auf Ihren Bundeskanzler. Olaf Scholz hat gegenüber Italien richtigerweise erklärt, dass es eine Reduzierung geben muss und einen Kurswechsel bei dieser Form der privaten Seenotrettung, die nicht nur von Italien, sondern auch von Griechenland, von Zypern, von anderen Ländern kritisiert wird. Und ich sage es ja ungern, aber hören Sie doch da mal auf den Bundeskanzler. Wenn er schon was Richtiges sagt, unterstützen Sie ihn darin. Und vor allem tun Sie eins, erkennen Sie dieses Problem. Denn sonst sind alle Bemühungen, die wir richtigerweise gemeinsam haben, über einen Deutschlandpakt Migration, um das letzte Vertrauen, das Ihre Regierung noch hat, zu retten. Diese Bemühungen sind ad absurdum geführt, wenn wir einen Deutschlandpakt Migration vereinbaren und Sie dann trotzdem diese private Seenotrettung weiter finanzieren. Kehren Sie um, das ist unser Appell. Vielen Dank, Herr Kollege Amthor. Philipp Amthor war das, hat hier sogar die SPD aufgefordert, doch mal auf den Bundeskanzler zu hören. Nun kann die SPD direkt antworten in Persona von Sebastian Fiedler.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Interessierte, über das Stöckchen springe ich jetzt nicht, Herr Amthor. Ich habe mir einen anderen Schwerpunkt vorgenommen und wollte noch mal darauf hinweisen, wen die AfD für ihre Anträge als zweiten Redner hier mit dem Thema organisierte Kriminalität ins Rennen geschickt hat. Der Wikipedia-Eintrag des Redners, der ist sozusagen Krimi an sich. Den empfehle ich allen Interessierten tatsächlich noch einmal, weil es steht nicht ohne Bezug zu dem Antrag. Der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet ihn nur deswegen nicht, weil er jetzt als Abgeordneter einen höheren Schutz genießt. Es finden sich Einträge über eine unbezahlte Privatsekretärin im Zusammenhang mit Waffenfunden, die angeblich für die AfD sein sollten. NPD-Kontakte, unsere geschätzte Vizepräsidentin, sollte entsorgt werden. Da sitzen zwei, die dieses Zitat gebracht haben, direkt heute hintereinander. Ja, zur Sache, hören Sie mal aufmerksam zu, das kann Ihnen gar nicht so schaden. Undurchsichtige Finanzströme, das ist ganz unangenehm für Sie, ich verstehe das sehr. Schießübungen auf Kosten des Steuerzahlers in Südafrika, um einen Rassenkrieg dort zu unterstützen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt. Zur Sache, Europawahl, Listenplatz 2. Aus Brüssel kommt das Gift. Das ist das Zitat. Aus Brüssel kommt das Gift. Warum ist das wichtig? Da schreiben Sie doch tatsächlich gleichzeitig Ihren Antrag, Sie wollten Frontex unterstützen. Kleine Nachhilfestunde. Frontex gibt es nur deswegen, weil es die Europäische Union gibt. Das ist das Fundament, auf dem Frontex fußt. Das ist wichtig für Sie zu wissen und für alle, die sich dafür interessieren, möglicherweise bei der AfD ein Kreuz zu machen. Das ist Schwachsinn in Tüten und sicherheitspolitischer Unfug. Frontex ist wichtig. Sie müssen sich schon entscheiden, was wollen Sie, raus aus der EU oder wollen Sie, dass Frontex jetzt irgendwie mitmacht? Das funktioniert nicht beides und das ist inkonsistent. Sie wollen Europol die Mittel kürzen, Eurojust die Mittel kürzen, Sie wollen keine europäische Staatsanwaltschaft, Sie sind gegen Europäisierung der Polizeiarbeit und Sie wollen jetzt aber Frontex unterstützen. Das müssen Sie schon aushalten. Das ist ein Kern Ihres Antrags. Wie geht denn das eigentlich zusammen? Nach meiner Auffassung brauchen wir Frontex mehr denn je. Und da schließe ich mich an die Ausführungen von Frau Jurisch und anderen tatsächlich an. Und ich bin froh, dass wir diese Agentur haben. Und deswegen stelle ich das noch einmal in den Mittelpunkt. Wir haben Gott sei Dank nach dem skandalträchtigen Vorgänger einen neuen Leiter, Herrn Leitens. Und ich will deswegen sein Zitat noch einmal in den Mittelpunkt stellen. Ich zitiere: Die Einhaltung von Menschenrechten ist kein Widerspruch, sondern Teil der Aufgabe. Denn die Grundrechte gehören zu uns als europäische Gemeinschaft und die Einhaltung dieser Werte liegt auch in unserer Verantwortung. Das ist das neue Verständnis von Frontex und das wird untermauert durch den Vizedirektor Lars Gerdes von der Bundespolizei, der für die operativen Einsätze Verantwortung trägt und dafür steht, dass Europol sich zu einem Role Model, wie es auf Englisch heißt, zu einem Rollenmodell in Europa entwickelt, das eben Menschenrechte und Grenzschutz zusammenbringt. Das ist die zukünftige Aufgabe, in der wir Frontex hier sehen und deswegen muss man das heute in den Mittelpunkt stellen. Und vor allen Dingen an dieser Stelle einmal, es hat noch keiner getan, einmal den vielen Polizistinnen und Polizisten, die hier mit Herzblut diese Aufgabe wahrnehmen. Sehr viele deutsche Polizistinnen und Polizisten sind da. Ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass sie diese Aufgabe wahrnehmen. Und ich will nur auf zwei Punkte noch hinkommen. Ich bin der Auffassung, wir sollten Wert darauf legen, dass es eine mannigfaltige Aufgabenpalette gibt, die Frontex hier erfüllt. Und wir uns dafür einsetzen, die insoweit zu begleiten, als dass ein Punkt, der noch fehlt bei der Fortentwicklung von Frontex, da sind wir nämlich der Auffassung, dass wir das diskutieren müssen. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist ein interparlamentarisches Kontrollgremium. Das fehlt völlig. Das haben wir bei Europol und das brauchen wir auch bei Frontex. Wenn wir all die Debatten führen wollen, die wir gerade geführt haben, dann muss das eben auch von den Parlamentariern und Parlamentarierinnen der Mitgliedstaaten begleitet werden, damit wir eben die Debatten, die wir hier geführt haben, tatsächlich auch da zusammenführen können. Ich hoffe, dass wir da eine große Einigkeit erzielen und dass wir diesen Erzählungen hier tatsächlich einmal so ein bisschen den Kern entziehen können. Wenn Sie lesen, die AfD will Frontex, dann vergegenwärtigen Sie sich, wofür Sie eigentlich stehen. Völliger Unfug, passt nicht zusammen. Vielen Dank, Herr Kollege Fiedler. Vorletzter Redner dieser Debatte ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir vielleicht zunächst mal eine Vorbemerkung, was den Verlauf der Debatte angeht und vielleicht auch eine Beschreibung der gesamten Migrationsdebatten der letzten Wochen ist, wie wir sie hier führen. Ich bin der Auffassung, dass die Debattenführung von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, die ist brandgefährlich,
weil, schauen Sie, das ist jetzt so ein Mechanismus. Ich habe noch überhaupt nicht angesetzt und sofort kommt AfD-Argument. Wir wissen, dass das Thema Migration das Thema ist, was die Menschen an Platz Ziffer 1 besorgt, und zwar, ob sie es wollen oder nicht. So. Wir wissen, dass unsere Kommunen überfordert sind und am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Und dann flattert Anfang Oktober flattern Presseberichte rein, hier im Fokus. Herr Präsident, ich zitiere: Akten enthüllen abgekartetes Spiel, deutsche Flüchtlingsretter kooperieren mit Schleppern. Also der Vorwurf, NGOs und Schlepper machen gemeinsame Sache. Damit ist doch klar, dass nicht nur die Opposition in diesem Haus Fragen hat, sondern auch die Menschen in diesem Land. Und jetzt schauen wir uns heute mal die Debatte an. Die Ampel sagt zu alledem überhaupt nichts. Stattdessen Empörung. Sie arbeiten sich am rechten Rand ab. Kritische Nachfragen sind sofort unmenschlich, sind populistisch. Über uns als Union brechen Sie dann den Stab. Und ich sage Ihnen mal, die Debatten in Sachen Migration haben von Ihrer Seite mittlerweile ein Niveau erreicht, wo ich glaube, dass die AfD mittlerweile nicht einmal mehr ihre eigenen Beiträge teilen muss und ins Netz stellen muss, sondern es genügt, ihre Beiträge zu teilen und ins Netz zu stellen mit der Überschrift: Da seht her, das ist die Berliner Blase, eine völlige ideologische Verblendung an der Realität vorbei und an den Problemen der Menschen vorbei. So. Wir haben im Haushaltsausschuss, Kollege Oppel hat es angesprochen, den Antrag gestellt, nach diesen heftigen Vorwürfen, zu denen Sie nichts gesagt haben, die Mittel einzustellen. Das wird von Ihnen vom Tisch gewischt, wieder dieselben Mechanismen, das ist ja alles populistisch, das ist alles unmenschlich. Und das Problem ist, dass es in der Sache auch brandgefährlich ist. Hier, wenn Sie unter Druck stehen, erklären Sie dann gern, ja, und wir werden den großen Wurf machen beim GEAS, da machen wir den Durchbruch. Die Stimmungslage in Europa, ich habe schon mehrfach hier gesagt, ist so, dass unsere europäischen Partner in höchstem Maße irritiert sind über die deutsche Migrationspolitik, weil es eine Politik der Ampel ist, die den Begriff der offenen Türen verdient. Und solange das so ist und solange dafür Mittel eingesetzt werden, werden Sie keine europäische Einigung erzielen. Und solange nützt es überhaupt nichts, wenn Sie immer das Argument der Menschlichkeit bringen, weil das widerlegt ist. Weil wir wissen, dass genau solche Konstellationen, wenn zum Beispiel Frontex weiter draußen rettet, wenn sich dort gerüchtemäßig verbreitet, dass die Kontakt miteinander aufnehmen, dass dann Schlepper sehr viel mehr Geld verdienen, sehr viel mehr Leute dazu bekommen, auf irgendwelche klapprigen Boote zu steigen, wo es am Schluss keinen Diesel mehr gibt, kein Wasser mehr und nichts mehr zu essen. Und diesen Zusammenhang, den müssen Sie erkennen. Und alles andere ist eine gefährliche Debatte, die am Ende des Tages den Falschen hilft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann hier mit einer deutlichen Kritik an der Ampel. Und damit kommen wir hier zur letzten Rednerin in dieser Debatte, Deria Türk, Nachbauer von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und andere. Wir haben das beste Grundgesetz der Welt. Und genau deshalb bin ich bekennende Grundgesetz-Ultra. Ich bin sowas wie Grundgesetz verliebt. Es hat einen Grund, dass es nach dem dunkelsten und abscheulichsten Kapitel unserer Geschichte, die für den einen oder anderen in den rechten Reihen nur ein Vogelschiss war, es hat einen Grund, dass der Artikel 1, die erste Regel unseres Grundgesetzes lautet, wie er lautet, Kollege Lechter hat es auch gesagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Das deutsche Grundgesetz unterscheidet eben nicht nach Hautfarbe, Herkunft oder Religion.
Kein Gesetz darf etwas erlauben, was im Grundgesetz verboten ist. Und deshalb, eigentlich sollten Sie schon längst gemerkt haben, wird hier in diesem Bundestag auch niemals ein Antrag wie der Ihrer mit solch menschenverachtetem Wortlaut die Zustimmung von Demokratinnen und Demokraten erhalten. Das Leid von Menschen in Not haben als Geschäftsmodell, wie Sie es ausdrücken, nicht Seenotretter, sondern Verbrecher für sich entdeckt. Allen voran Ihre Freunde Assad, Putin und Lukaschenko, die das Leid der Menschen als Teil einer hybriden Kriegsführung verstehen und auch noch für zusätzliche Migration an Land sorgen. Und das Fatale, die Rechnung dieser Despoten geht ja leider auf. Ihr Antrag beweist das. Nutzen Sie doch bitte Ihre guten Kontakte und sorgen dafür, dass Menschen nicht mehr vor gewalttätigen Angriffen fliehen müssen. Nutzen Sie die Zeit zur Lektüre von Studien, die mit Daten und Fakten wiederholt belegt haben, dass es keinen Pull-Effekt durch Seenotrettung gibt. Rettungsaktionen führen laut Forschenden eben nicht dazu, wir haben es mehrfach gehört heute, dass mehr Menschen über das Mittelmeer kommen. Wenn Menschen auf dem Mittelmeer eben nicht gerettet werden, gibt es nicht weniger Migration, es gibt mehr Tote. Das wurde heute mehrfach betont. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Und wissen Sie was? Ich finde es ziemlich beschämend, dass wir hier darüber besprechen müssen, ob wir uns an das Völkerrecht halten oder nicht, ob wir Menschen vor dem Ertrinken retten oder vielleicht doch lieber lassen. Klar ist, wer Schiffbruchjäger auf hoher See antrifft, muss diese Menschen retten. Und seit Jahresbeginn, das wurde auch mehrfach betont, sind Tausende von Flüchtlingen und Migranten mit Booten nach Italien, Spanien, Griechenland, Malta und Zypern gekommen. Die genannten Länder haben die sogenannte Seenotrettung nicht. Was ist denn passiert? Ist die Migration dadurch zurückgegangen? Nö, es gibt einfach nur mehr Tote. Und die erschreckenden Zahlen haben wir auch gehört. Weit mehr als 2000 Menschen sind dieses Jahr elendig im Mittelmeer ertrunken. Menschen vor dem Ertrinken zu retten, ist nicht nur ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, des Völkerrechts, sondern auch ein Akt der Menschlichkeit. Dass man das hier immer wiederholen muss, finde ich auch beschämend. Deshalb stehe ich politisch voll und ganz hinter unseren SeenotretterInnen aus der Zivilgesellschaft. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch, CI, SOS Humanity und Mission Lifeline und viele, viele mehr retten Leben. Und vielen Dank dafür. Und solange es keine koordinierte europäische Seenotrettung gibt, sehen wir zu, dass wir als Ampel unser Versprechen aus dem COA-Vertrag erfüllen. Und auf Initiative eines selbstbewussten Parlaments, auf die ich sehr stolz bin, die zivile Seenot weiter zu stützen. Das Bekenntnis zu Artikel 1. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Ich komme zum Ende. Ja, bitte. Und diesen Antrag, meine Damen und Herren von der AfD, bringen Sie nicht in den Bundestag, sondern lieber ins Möbelhaus. Da werden noch unterste Schubladen gesucht. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin. Damit schließe ich die Aussprache. Das war hier also die Debatte zur zivilen Seenotrettung. Anlass waren zwei Anträge von der AfD-Fraktion, die jetzt an die entsprechenden Ausschüsse überwiesen werden. Danach stehen hier einige Überweisungen im vereinfachten Verfahren an und auch abschließende Beratungen ohne Aussprache. Das wird ungefähr eine Viertelstunde dauern, schätzen wir. Wir wollen die Zeit nutzen, um auf die Situation in Nahost zu schauen, kommen dann aber natürlich wieder, wenn es hier in der Debatte weitergeht. Unter anderem wird es dann darum gehen, dass das Pflegestudium gestärkt werden soll, attraktiver gemacht werden soll, unter anderem mit einer Vergütung. Aber es geht auch um die Zahlungen des Bundes an den Zentralrat der Juden. Auch das werden wir hier natürlich Ihnen zeigen. Nun einmal macht allerdings Claudia Davis weiter im Studio in Bonn.